Hallo zu meinem heutigen Vlog, auf meinem Dr. Gunther 1 Videokanal. Ich möchte mal wieder ein Vlog machen, da ich ja gesagt habe oder angekündigt habe, dass ich so im Monat mal mindestens einmal meine Erfahrungen zu Linux und der kompletten Linux-Welt mache. Ich möchte einmal erstmal eins korrigieren. Ich habe sehr viel Linux Kenntnisse angelesen, angelernt, aber ich würde mich jetzt nicht als einen Linux-Guru bezeichnen, weil vielmal werde ich angeschrieben, wie man das machen könnte oder wie man das machen könnte. Teilweise konnte ich schon helfen, aber es gab auch mal ja, wenn schwierige Fälle, wo ich selber nicht wusste, wie ich da antworten soll. Nur nochmal zur Kenntnis, ich bin kein Linux-Guru, ich lerne auch Linux. Erst seit 2 Monaten, sage ich jetzt mal, intensiver und weiß es auch immer mehr zu schätzen. Was für Erfahrungen hatte ich mit Linux jetzt die letzten knapp 30 Tage nochmal? Eben seit Januar versuche ich ja sehr stark oder vermehrt mit Linux zu arbeiten und versuche das Windows-Betriebssystem, das bei mir wirklich nur noch zum Spielen zum Einsatz kommt, und das Mac OS X Betriebssystem zu vernachlässigen, wobei bei Mac OS ich doch eher Videobearbeitung mache, da diese Videobearbeitungssache auf den Mac-Rechnern einfach unschlagbar gut sind. Leider habe ich unter Linux noch nicht annähernd Videobearbeitungssoftware gefunden, wo das Wasser reichen könnte, aber das soll nicht heißen, dass man mit Linux keine Videos bearbeiten kann. Das geht unter Linux sehr gut. Das habe ich auch in einem Video gezeigt. Zum Beispiel eben mit PTV. Dann gibt es noch ein Videobearbeitungsprogramm, das heißt OpenShot. Dazu mache ich auch mal ein sehr ausführliches Video. Das wird ziemlich lang gehen. Das hat nämlich schon viele, sagen wir, Grundfunktionen. Trotzdem ist es natürlich nicht zu vergleichen mit Adobe Premiere oder sag ich mal Final Cut oder ja Magic. Solche Software, die kann dann doch mehr. Aber braucht man das wirklich? Will man wirklich, sag ich mal, schon im mittlerweile semi-professionellen Bereich arbeiten? Oder reicht auch, sag ich mal, inhaltlich ein Video mit auch ein paar netten Übergängen und Titel und Abspannen, ob das geht, kann man unter Linux auch machen und dann auf YouTube veröffentlichen oder auch Privatvideos vorführen. Das geht. Also das geht auch sehr gut mit Linux und das würde ich auch jetzt in den nächsten paar Tagen intensiver, sage ich mal, bearbeiten mit euch auf meinem Videokanal. Ich habe mir auch vorgenommen, dass es jetzt auf diesem Videokanal mehr Linux-Videos geben wird. Also ich war jetzt die letzten paar Tage oder paar Wochen erkältet. Ich meine, hier ist, glaube ich, hier in der Region ist jeder Dritte krank. Die Krank-Grippewelle geht hier rum. Und ich habe deswegen auch ein bisschen weniger Videos hochladen können. Das soll sich natürlich jetzt dann ja wieder ändern. Welches Thema werde ich noch anschneiden? Ich werde das Thema Programmieren auf der Plattform Linux, also auf dem Betriebssystem Linux, auch nochmal mal kurz anschneiden. Und meine persönliche Erfahrung jetzt eben in den letzten 30 Tagen, also seit Ende Januar bis jetzt Mitte März, ich habe mit LibreOffice, haben wir für meine Tochter ein Protokoll geschrieben, wir haben eine Präsentation vorbereitet. Wir haben sehr viel eben mit diesem LibreOffice-Paket gearbeitet insgesamt und es hat wirklich bei mir sehr positiven Eindruck hinterlassen. Es ist wirklich empfehlenswert, es hat jede Ansprüche erfüllen können und natürlich war es erstmal eine Sucherei, eine Fummlerei, eine Googlerei, sage ich jetzt mal, weil LibreOffice, da sind die Funktionen und wie unter Microsoft Office auch vorhanden, nur halt unter einem anderen Menü, ein bisschen verschachtelter. Und wenn man das ein oder zweimal gesucht und gefunden hat,
kommt man auch mit der Oberfläche von LibreOffice oder von der Präsentationssoftware also sehr gut klar. Gefällt mir sehr gut, gute Lösung und sollten einfach auch viel, viel mehr Leute nutzen. Es ist Open Source, es ist kostenlos, es ist ausreichend. Also ich denke, dass sehr viele Privatanwender mit LibreOffice, wenn sie eben nicht geschäftlich oder beruflich Microsoft Office benötigen, auch mit LibreOffice glücklich werden könnten und das alles noch, sage ich mal, für 0 Cent und wie gesagt frei und ohne irgendwelche kommerzielle Hintergedanken und eigentlich besser geht's nicht. Also das kann man sich so nicht besser vorstellen. Ja, was habe ich unter Linux noch viel gemacht? Also ich tue unter Linux eigentlich sehr viel surfen, bin sehr viel auf YouTube. Ich habe kein Antivirus-Programm installiert, ich habe kein Trojaner, gar nichts, also kein Firewall oder ich habe also keine Schadsoftware auf meinem Linux-Betriebssystem bis jetzt vermerken können. Ich lasse hin und wieder mal über eine Boot-CD einen Virenscanner über meine Platten laufen und da habe ich bis jetzt eigentlich immer saubere Festplatten und da muss ich auch sagen, das ist eine sehr gute oder positive Erfahrung. Zusätzlich noch dazu verstärkt kommt, dass ich unter Linux auf dem gleichen System, also ich habe hier unterm Tisch ein i7 PC mit 16 GB Arbeitsspeicher und wenn ich ja, ich habe so ein Dual Boot System auf der Festplatte und wenn ich da eben mit Windows starte, dann läuft der Rechner spürbar langsamer wie jetzt unter Linux. Das ist das gleiche System und ich habe jetzt mittlerweile auf der 500 GB Festplatte, wo Linux drauf installiert ist, auch schon 250 GB belegt. Also die Festplatte ist nicht leer und trotzdem läuft Linux wirklich sehr, sehr stabil. Ja, eigentlich nur positive Erfahrungen. Ein einzigste negative sage ich wirklich noch die Videobearbeitungssparte. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass da eine professionellere Lösung da wäre, wo man dann sagen kann, okay, das ist der Punkt, den haben sie abgedeckt. Was noch dazu kommt, ist, ja, GIMP ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Werkzeug, aber wie gesagt, Photoshop läuft nicht, also wenn dann mit Tricks, mit Wein und so Sachen, aber so richtig laufen wie unter eben macOS oder Windows läuft. Photoshop kann aber natürlich Linux jetzt nichts dafür. Das sind natürlich die Anbieter, die ihre Programme nicht auf diese Plattform anbieten. Wenn das noch wäre und ich kann mir vorstellen, dass das kommt, dann ist Linux eigentlich das Betriebssystem. Also da kommt kein Windows hin und da kommt auch kein Mac OS X hin. Da würde ich einfach sagen, da ist der Zeitpunkt da, um zu sagen, Linux ist das Betriebssystem. Und da bin ich mir auch sicher, dass sehr, sehr viele von euch auch umsteigen würden und nur noch Windows oder sag ich mal, ja, Mac OS zum, ja, wirklich nur um spezielle Dinge zu erledigen benutzen würden. Ja, jetzt schauen wir mal, was uns die nächsten paar Tage bringen. Und wie gesagt, es gibt jetzt mehr Videos. Ich werde mehr Sachen hier auf diesem Kanal posten. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.